Leute, hier ist wieder eure Local Bitch Endsturm. Da hinten ist ja das Meer. Wenn man gestern richtig schön Sterne gucken wollte, noch nie so einen schönen Sternenhimmel gesehen. Ja, also ich habe halt immer noch komplett Sonnenbrand, deswegen habe ich auch ein Kleidchen an. Mal gefallen. Und ja, Leute, das ist halt der Shit. Ich komme eigentlich nur raus, damit die Anlara nicht garstig zu mir ist. Weil mir geht's nicht fein, mir geht's ziemlich scheiße. Leute, wir snacken hier gerade. Mein Toast ist einfach ohne Rand. Und Chips. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zum nächsten Tag. Ich habe einen riesigen Turm auf dem Kopf, alias mein Dutt. Ich sehe schon wieder auf. Das ist mein Outfit. Ich habe hier so eine Brandy-Hose an und das Boohoo-Oberteil aus meinem letzten Video. Was? Leute, wir gehen jetzt essen. Leute, wir sind jetzt essen. Das ist das erste Mal, dass Helen und ich irgendwie irgendeine Art von Schminke in unserem Gesicht haben. Also, das ist literally crazy. Ja, nix. Jedenfalls sind wir bei einem Italiener und wir haben richtig nice Pasta und Pizza bestellt. Ich bin so excited. Also bei unserem Hotelessen gibt es halt nie so richtig fettige Sachen. Und Leute, ich habe das Gefühl, ich bin hier auch richtig auf einer Diät. Generell ist es das erste Mal, dass ich hier richtig mit der Kamera sprechen kann, weil ich sonst immer so hässlich hier rumlaufe. Das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Ich sehe immer so scheiße hier aus. Ja. Hey. Freunde, unser Essen ist da. Die Pizza sieht so geil aus. So, Leute, wir machen jetzt noch den Walk. Und zwar gehen wir... Doch, jetzt mal die Fresse. So, Leute, wir gehen jetzt nochmal zum Meer. Ich bin ungefähr, ja, deutlich fetter vor als vorhin. Ich habe wirklich so einen riesigen Ranzen, Leute. Weil ich Pizza und Nudeln gegessen habe. Leute, ich habe mir gerade einen Kakao geholt und jetzt werde ich diesen schlürfen. Oh wow. So, Freunde, wir gehen jetzt wandern. Das ist ja schon unser vorletzter Tag. Und ja, wir versuchen jetzt hier so ein bisschen mal die Situation abzuchecken draußen in der Natur und ich habe Angst zu verbrennen. Leute, wir laufen seit 5 Minuten. Ich kriege absolute Hitzeballungen. Ich habe gerade mein T-Shirt mal zum Job gemacht. Heilige Scheiße. Boah, und ich glänze wie eine Speckschorte wegen der Creme. Hier gibt es wohl einen Brand. Und wir wissen eigentlich auch gar nicht, wo wir jetzt langlaufen. Wir zwei Touris. Aber wir versuchen jetzt einfach irgendwie eine Strecke zu finden, die wir gehen können. Eigentlich will ich gar nicht wandern, die Helen hat mich gezwungen. Böse. So, Leute, keine Ahnung, ob man hier lang gehen darf, aber hier sind die Hunde in so... Käfigen eingesperrt. Furchtbar. Oh, so hitzemäßig hier. Boah, ich kann nicht mehr. Wir sind gerade mal 5 Minuten unterwegs. Da ist das Meer. Ich habe eigentlich voll Bock ins Meer zu gehen, aber... So, Leute, wir sind
kommt jetzt direkt beim Abendessen. Es gibt Nudeln. Und danach gehen wir nochmal in den Pool. Schmeckt? Ja, Mann. Nice. Leute, wir machen jetzt hier noch eine Pool-Session. Das Wetter ist richtig schön, ist noch richtig schön warm. Obwohl wir schon... Warte, Anni, ich will eine Aufnahme reinmachen. Sieht man das? Freunde, es ist der letzte Tag und der letzte Snacking Day. Und zwar haben wir eigentlich hier jedes Mal Baguette gegessen mit Philadelphia und Chips. Aber wirklich jeden Tag. Es ging heute alles auf meinen Nacken und ich hatte sogar richtig tollen Käsespindelwirt. Nein, meins sieht geil aus. Leute, wir essen jetzt Pizza. Wirklich? Leute, da ich ja jeden Tag meine Beine gefilmt habe, wollte ich euch nochmal kurz ein Bräune-Update geben. Es ist nicht beautiful. Ich will diese Pizza jetzt verspeisen. Wir gucken jetzt den Sonnenuntergang an. Und fooden währenddessen. So Leute, also wir essen jetzt hier. Es ist ja unser letzter Abend und genießen den Sonnenuntergang. Und wir hoffen, dass der Vlog euch gefallen hat. Es war ein bisschen wirr. Wir haben nicht so richtig viel gefilmt. Aber ich hoffe, dass die Eindrücke euch gefallen haben. Wir sehen uns im nächsten Video. Phoenix Bros! To the Keine Sorge, hier sind noch andere Menschen.